Hallo und recht herzlich willkommen und weiter geht's mit einer neuen Folge Final Fantasy 15 und zwar mit der Quest Tal ohne Wiederkehr. Ist eine gelbe Quest, anscheinend irgendwie so eine Schlüsselquest, ich weiß es nicht. Spielt jetzt auch noch nicht zu lange, aber wir gehen jetzt einfach mal hin. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich sehe von hier schon einen Haufen Gegner. Dürfte nicht zu schwer sein, weil ich habe die Quest vorher. Ja, was ist ausgelassen? Nicht, aber ich habe. Hier sind immer andere Quests hierbei gekommen. Und die Quest ist jetzt Level 2, also denke ich nicht, dass es zu schwer werden wird. Ich bin ja, glaube ich, schon Level 7 oder so mittlerweile. Oder es sind irgendwie so Elite-Gegner, dass die gelb sind und Elite sind, ich weiß nicht. Ja, Stufe 2, okay. Lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Ich bin dabei. Okay, das ist schon mal sehr gut. Vorwärts! Yep! Gladio! Okay, nochmal gar keinen Schaden. Das war ja nicht schwer! Ich verstehe das! So, jetzt komm her. Zertrümmert. Weiter so noch. Yep. Mein Ding ist ja auf Null. Hey, Jagdziel erledigt. Tal ohne Wiederkehr. Okay, das ist eine Jagd gewesen. Einem Informantenbericht erstatten. Okay. 192 Meter. Motording, warum ist der dann Plus? Kann ich das irgendwie tunen oder irgendwie so? Keine Ahnung. Kann ich die irgendwie upgraden oder sowas, wenn dann Plus ist? Werden wir bestimmt auch noch rausfinden. Gehen wir einkaufen. Ja, gute Idee. Kommst du nicht mit? Ach, du bist es wieder. Meine Jungs. Okay, Tal ohne Wiederkehr. 740 Gil, geil. Dann gibt man ja noch einen hier. Wollt ihr was Nö, essen? Ich will eine Jagd haben. Geht ihr für uns Klar. auf die Jagd? Ungezieferbeseitigung. Dann machen wir das doch mal. Weiß das zu schätzen. 980 Gil gibt's da. Sehr gut. Okay. Nichts überstürzen. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Weit ist er nicht weg. Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Ein Herz für Tiere? Nicht mit mir! Nicht jammern. Kämpfen! Spiel ist aus! Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Okay. Ja, perfekt! Also ich bin auf jeden Fall nicht so, dass ich hier nur die Hauptquests verfolge. Also ich mache auf jeden Fall auch Nebenquests. Weil ich will schon das ganze Spiel genießen irgendwo. Okay, irgendwann wird es mir wahrscheinlich mal langweilig werden. Dann werde ich schon wieder mehr Hauptquests machen. Aber ich schaue schon, dass ich jetzt die Jagd, die ganzen Jagdquests zum Beispiel alles erledige.
glaube, wir müssen hier rumgehen. Um den Felsen. Das ist jetzt schon Level 5. Das dürfte jetzt schon ein bisschen schwieriger werden. Okay, Level 5. Den geben wir jetzt gleich mal. Lust auf etwas Leibesertüchtigung? Sowas höre ich gern. Wenn ihr wollt. Ich würde aber erstmal schnell schauen. Es ist aber blöd, wenn ich immer umschalten muss. Stecken wir unser Revier ab. Ach, das habe ich jetzt nicht. Ich habe das Falsche gedrückt. Kampfmodus. Warten. Bist du anfällig gegen Feuer? Gegen Feuer und der komischen, dem Großschwert. Okay. Echtzeit. Okay. Tun wir auf Schwert wechseln. Das geht so weit. War ein Ausrutscher. Ignis! Ja! Auf dich ist Verlass! Gott, sowas solltest du parieren, um eine Chance auf den Gegner. Na echt? Ja, das weiß ich schon. Muss auch immer warpen. Eis! Gladio, los! Mein Bauch tut weh. Falscher Zeitpunkt zum Jammern. Ja, ich komm klar. Jetzt komm, stirb. Yeah, baby. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Okay, Durst. Zeit ging, Technik ging, Offensive war gut. War ja auch ein harter Kampf. War ein geiler Kampf. Gehen wir zurück. Quest abgeben. Leg ich los! Übernimm dich bloß nicht! Selber!
Große Waffen sind bei schnellen Gegnern nicht gerade die beste Wahl. Du bist ausgerechnet von dir. Was? Das war ein Ausrutscher. Oh Mann! So wendige Ziele bin ich nicht. Konto, keine Zeit zum Verschnaufen. Das war's dann wohl. So, Ruhe hier. Kohldampf. Sollen wir das Zelt heben? Oh, können wir nicht mal wieder in den Hotel? Wenn du dafür zahlst. Ja. Alle fit? Okay. Und wie? Weiter geht's. Sehr gut, das läuft doch sehr gut. Jetzt muss ich mal schauen. Noctis, warum hat der kein Eis? Zauber, das ist keiner ausgerüstet. Magie. Ist das schon alles weg oder was? Zehn. Feuer mal drei. So. Wir machen mit denen hier mal Synthese und Inventarling, okay, und geben das. Ignis, ne, Ignis nicht. Gibt es Prompto? Eis, okay. Alles klar. Gut. Okay, auch wieder richtig schön Kohle. 960 Kill, glaube ich, gab's da. Ist ihr auch ordentlich? Yep. Beeindruckend. 180 Kilo und ein Super Elixier. Sehr gut. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Schauen wir mal, was der jetzt noch hat. Unsere Jagdziele. Stufe 7 wäre jetzt eigentlich das nächste. Yep. In der Klamm. Also mutig, mutig. Was möchtet ihr wissen? Hier? Okay. Bereitet euch gut vor. Das muss ich aber erstmal schauen. Hier könnte man übernachten. Gibt es hier noch irgendwo ein Zelt? Hier gibt es ein Zelt. Hier gehen wir hin. Ziel festlegen, okay. 870 Meter, ganz schön weit weg. Fahren wir das mit dem Auto? Ich glaube, dass das denn hier ist, oder? Schon das. Ah ne, das ist das Ding, okay. Meter, okay, dann gehen wir da hin. Diese schwüle Luft. Du sagst es. Müssten wir eigentlich gleich da sein. Weiter geht's.
kommt dran. Auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Spiel ist aus. So, war ja das. Okay. Gehen wir! Ja. Weil ich werde jetzt, bevor ich diese... den Jagdauftrag, da mache ich, glaube ich, irgendwie nur ein bisschen Hochpushen vom Level. Ich bin jetzt, glaube ich, Level 7 und die Quest ist auch Level 7, also ich glaube, das wird schon aufheben. Was ist das? Weißsteinsplitter. Ja. Machen wir Licht! Ich glaube, gleichlevelige Quests sind... wird schon ein bisschen tricky werden. Sind wir gleich da und dann ist eh gleich wieder Tag. Die Jagdsaison ist eröffnet. Die werden sich wundern. Mein Held. Das ist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Oh. Okay, hier ist eine Blitzquelle. Klingt, als würde es dir blendend gehen. Okay, nehmen wir mit, natürlich, ist klar. Dann nehmen wir gleich die Eisquelle mit. Eisquelle ist da drüben, bevor wir zelten. Endlich sind wir ja, da. Ja. Jetzt nehmen wir erstmal die Eisquelle und die Feuerquelle mit. So, okay. Und jetzt die Feuerquelle noch. Dass wir noch mehr Magiepunkte kriegen. Aber ich glaube, das wird bestimmt später noch kommen, dass wir praktisch mehr ausrüsten können. So, Rasten. Zelten. Schlafen unterm Sternenhimmel. Geht doch, SCS. Was kochst du Schönes? Angriffskraft, LP Maximum. Dann machen wir das hier. Oder wohl, naja, von Dingen haben wir noch keine Probleme eigentlich. Von den Life Points. Dann machen wir das hier, wenn wir ein bisschen mehr Power haben. Gutes Timing, Prompto. Oh. Okay, ich hätte jetzt gesagt... Regen. Habe bloß so wenig EP gesammelt. Okay, alles klar. Wie viele Fotos hast du eigentlich schon geschossen? Fotos? Hab aufgehört zu zählen. Ziemlich viele jedenfalls. So. Na klar, bin das erste Mal draußen. Lauter neue Motive. Und wie... Schauen wir, können wir da hinreisen vielleicht? Wählen. Letzte Unterkunft. Nee, da will ich nicht hin. Da bin ich jetzt weit vom Auto weg. So, machst du dann nur Selfies? Warte mal. Zurück zum Regalia, genau. Zum parkenden Auto zurückkehren. Hier. Yep. Was?
So. 800 Meter. Ich vertippe immer den Knopf. Da können wir mit dem Auto hinfahren. Automatisches Fahren. Zum Aufgabenziel in der Klamm. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Schwerer Kampf jetzt. War gegen Level 5 war schon nicht leicht, obwohl ich Level 7 war. Ich glaube, das wird nicht leicht, wa? Jetzt Zwischensequenz oder was? Wenn ich mich da nicht täusche, sollte in der Nähe Beute sein. Not. Lass uns anhalten und das erledigen. Anhalten. Klar, von mir aus gern. Gut, dann mal los. Was macht ihr denn? Wo fährt ihr denn hin überhaupt? Ewig weit weg hier. Wir müssen da hoch, Mensch. Ich muss das Auto einsteigen, dann fahre ich selber hoch. Warum kann ich nicht fahren? Manuell fahren. Hä? Am Tag kann ich doch normal fahren. Ich kann den ganzen Weg wieder zurückrennen. Nachher eine kleine Pause? Ja. Ist jetzt blöd gemacht gerade. Warum kann ich nicht selber fahren? Ich habe gedacht, ich kann selber fahren, wenn ich am Tag... Nur in der Nacht kann er nicht fahren, habe ich gedacht. Soll ich hier wahrscheinlich nicht durchkommen? Mei, Okay, Leute, ich glaube, jetzt wird's. Ich werde gleich mal den Ding einschalten. Den Kampfmodus. Um zu schauen, gegen was die anfällig sind. Die Mobs hier. Okay, es sind nur drei Gegner. Nur, okay. Oh Gott. Bald klingelt die Kasse, ja. Leute! Okay, gegen Eis. Feuer habe ich natürlich wieder ausgerüstet jetzt. Und die zwei Klingen, die habe ich natürlich nicht. Okay, das heißt, ich muss mit dem Schwert fast machen. Okay, ich schieße da gleich mal auf den. Dagegen. Scheint, als wären. Fündig geworden. Oh, jetzt ist das wieder hier. Mensch, das nervt. Einstellungen, Kampfmodus, Echtzeit.
Gefährten retten. Mei. Okay. Ponto, vorsichtig. Schau mal, wo der ist hier, Mensch. Da. Keine Angst, du bist nicht allein, Ponto. Zum Glück warst du da. War so nicht geplant. Okay, müssen wir mal retten hier. Nicht leichtsinnig. Und da gebe ich ihm gleich mal einen Heiltrank. Warum kann ich ihm den nicht geben? Was ist denn das für ein Scheiß? Ignis, geh mal ein. Entschuldigung. Heiltrank. Besser aufpassen. So wendige Ziele bin ich nicht gewohnt. Pronto, keine Zeit zum. Dann kann ich dann nicht Pronto geben? Was ist denn das für ein Scheiß? Verschlafen. Hey, alles okay? Ja, yeah. Alles klar. Willst du uns so über deine Stärke beweisen? Boah, Alter. Elixier halt irgendwie mal. Warum kann ich denn die nicht Pronto geben? Was ist denn das für ein Scheiß? Verstehe nicht. Alles klar! Gute Arbeit! Down. Oder? Nee, noch nicht. Jetzt hätte ich gerne eine Tasse Kaffee. Warte, bis wir fertig sind. Das wird nicht. Wow, zum Glück ist das vorbei. Okay. Ich kann mir irgendwas abbauen. Schwarzsteinsplitter und Rotsteinsplitter. Wie kenne ich damit? Ist denn das mit der Motorklinge da? Das ist nicht. Ausrüstung. Noctis. Motorklinge. Informationen. Jagdspeer. Oh, der ist besser. Was mit den hier? Der hat ein bisschen mehr Power. Da haben wir noch nichts anderes. Schusswaffen haben wir auch keine, Schilder auch nicht. Königswaffen. Ich bin ja gespannt, was das ist. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt einen besseren Speer. Geil. Ich wollte das abbauen hier, gell? Na, wie sollen wir vorgehen? Wir machen sie platt. Sehr hilfreich. Schluss jetzt! Adieu! Das dürfte nicht lange dauern. Okay. Ja. Ein paar EP gekriegt, aber jetzt will ich wissen, was das hier ist. Ach, hier ist nochmal was, habe ich wahrscheinlich übersehen. Okay.
Ich verstehe nicht, warum ich jetzt mit dem Heiltrank halt die Hälfte der aktuellen LP. Warum ich hier keinen auswählen kann. Elixier. Prompto. Okay. Ist das heiß? Ja. Ich hab Hunger. Was essen? Wir hatten ja gestern auch nur Toast. Macht mir bitte keine Vorwürfe. Seid froh, dass es überhaupt was gab. Ohne Zutaten kann ich nicht kochen. So, dann würde ich mal sagen, zurück Quest abgeben. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt schon wieder nicht manuell fahren kann. Automatisches Fahren. Aufgabenziel. Yep. Tu mal direkt hinreisen. Was machen wir jetzt? Die Quest ab. Hören wir uns ein wenig um? Das ist Nocts Entscheidung. Jetzt gehen wir erstmal die Quest ab, würde ich sagen. Hey, wie wär's mit einer Pause? Auf geht's! Noct, komm schon! Du bist's, der Freund von Zilt. Meine Jungs! Sehr gut. Jetzt können wir hier bei Demon normal nichts mehr annehmen, oder? Was kann ich für euch tun? Hat er noch was? Das hier sind unsere Problemkinder. Stufe 15, es geht noch nicht. Okay. Ernährt euch abwechslungsreich. Oh. Warum ist denn der Prompto? Warum kriegt er denn nicht mehr Energie? Ganz langsam nur. Ich würde sagen, übernachten jetzt hier schnell mal. Noct, heute mache ich dich fertig. Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Gar nichts. Eine Stufe haben wir jetzt. Okay, Stufe 8. Da hat jemand Angst vorm Loslassen. Sieht echt übel aus, Noct. Was muss der das auch knipsen? Das ist die Hauptquest.
Was haben wir jetzt noch hier aufgabenmäßig? Eigentlich nur diese Quest. Wir sind da oben. Was haben wir denn hier? Fundstelle. Da oben wird es noch was geben. Was ist das hier? Ortschaft. Okay, da könnten wir eigentlich mal hinfahren. Genau, ich würde sagen, da fahren wir jetzt noch schnell hin. Schauen, ob es da Quests gibt. Morgen! So. Aber jetzt schaue ich mal, ob ich dem Prompto nicht irgendwas ausrüsten kann, dass der ein bisschen mehr LP hat. Das ist ja Wahnsinn. Accessoires, was haben wir denn da? Eisenreif, Granatarmband. Ah, hier ein bisschen mehr. Okay, dann geben wir mal das. Also schon mal ein bisschen mehr LP. So, okay. Einsteigen. Automatisches Fahren. Ich kann nicht manuell fahren. Warum? Ich will auf Karte und zwar hierhin. Direkt zum Ziel reisen, ja. Fahren wir da mal hin. Schauen wir mal, ob es da irgendwelche Quests noch gibt. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für den Technikfreak wie dich sicher. Waren wir hier schon? Nee. Ach doch, hier waren wir doch schon. Schau ich mal, ob die irgendwelche Jagdquests hat hier. Mann, wie das duftet. Willkommen. Was darf sein? Ah. Ist etwas für euch dabei? Stufe 8. Etwas für tagsüber. Bedingung nachts. Schleimige Schlacht nachts. Ich würde sagen, wir machen das hier. Yep. Gute Wahl. Okay. So Leute, aber nichts überstürzen. Die Jagd schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.